8 Episoden haben wir gebraucht. 8 Episoden in unserem kleinen Projekt, um deutscher Meister zu werden. So schnell habe ich damit nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem kleinen Kanal hier bei YouTube. Mein Name ist immer noch Colt, wir sind immer noch in Nürnberg und wir sind deutscher Meister. Und wir haben damit den ersten nationalen Meistertitel geholt, der erste von 5. Was wir jetzt noch tun müssen, ist die Saison zu Ende zu bringen. Ein toller Ausklang. Und uns anschauen, wer Club-Weltmeister wird. Und dann müssten wir theoretisch schauen, dass wir den Club wieder verlassen. Oh ja, wir sind Trainer des Jahres geworden. Natürlich. Alles andere geht schon gar nicht mehr. Haha, die nächste Auszeichnung für uns. Das ist natürlich richtig geil. Tim Handwerker ist Spieler des Jahres geworden, also Fußball des Jahres in Deutschland geworden. Und Valverde, Federico Valverde von Real Madrid ist Europas Fußballer des Jahres. Als er angeblich in den letzten Spielen verdreht hat, dass er den Gegenspieler mal ordentlich umhauen soll, so können sich natürlich nicht zurücknehmen. Ja, mein Gott. Ist halt so. Ich kann mich dann überhaupt nicht erinnern. Das Finanzamt kassiert 4,2 Millionen. Fast. Wir bringen damit Deutschland wieder ein Stück ran, hoffe ich. Na, eigentlich nicht, weil wir international nichts gerissen haben, auch die Deutschen nichts. Frankreich hat uns überholt, klar, die sind Champions League-Sieger. Ja, oben mitspielen, passt schon. Jetzt müssen wir natürlich verhandeln mit dem Club. Denn wir werden international spielen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wenn wir mal rechnen, 5 Mille fix und wir haben auf jeden Fall 3 Heimspiele. 6 Mille kommen auf jeden Fall höher als das hier. Heimspiele 9. Ja, dann sind wir auf jeden Fall bei der ARD am allerbesten dran. Dreier 40.000 kriegt man hin. Dortmund wird auf 1 gesehen. Bayern auf 2. Augsburg auf 3, komischerweise. Und Leipzig auf 4. Auf 5 wird Leverkusen gesehen. Wir werden gesehen auf Platz 6. Wir machen 10. 7, 8, 9, 10. Auf dem 11. Platz hat man uns eingereiht. Interessant. Naja. Warum nicht? Wir brauchen allerdings einen neuen Ausrüstervertrag. Da holen wir uns Lotto. Und damit hier noch ein bisschen was. Sind wir eigentlich fit für die Rückrunde, für die nächste Saison? Sorry. Zach Steffen wird zum Mannschaftskapitän gewählt. Okay. Oh, wir sind Level 10. Wir überspringen gleich 2. Und wenn wir schauen, wir hauen jetzt mal alles in Fremdsprachenkenntnisse. Haben noch einen Motivationsgeschick, hätte ich gerne. Vielleicht kommt dann ja auch ein Angebot aus dem Ausland schneller.
Denn wir haben beim Club eigentlich nichts Großes mehr zu suchen, wenn man ehrlich ist. Dementsprechend werden wir Folgendes tun. Betreuung. Sowieso mit denen. Wo war denn das Anfrage anderer Vereine? Genau. Wir probieren es mal in der Serie A. Und dann natürlich am liebsten bei Juve. Oder. Okay. Das ist gerade nicht so. Kein Interesse in Genua. Okay. Die machen sich gerade noch über uns lustig. Die Ligue 1. Da haben wir ebenfalls noch keine Chance. Okay. Und dann brauchen wir es natürlich in der Premier League wahrscheinlich erst gar nicht versuchen. Na gut. Gut. Na gut. Ah ja, wir hätten natürlich na, wieder unser Trainingslager eingeben müssen. Okay, also. Wie empfiehlt man sich für höhere Aufgaben? Indem wir gute Leistungen bringen. Die werden wir natürlich auch professionell mit dem Club weiter vorantreiben. Da brauchen wir, glaube ich, alle uns nicht drüber unterhalten. Wir spielen Ligapokal, da wollen wir natürlich auch so weit wie möglich kommen. Wenn wir für einen Club treffen, brauchen wir, glaube ich, netter. Sonntag. Da auf die Tür. Jeden Dach einen anderen Scheiß. Dafür sind es Profis, unsere Jungs. Und wir schauen unseren Kader an. Sechs Steffen, okay. Gut, Hertel darf auf jeden Fall gehen. Gleiche wie Nürnberger, den will aber keiner für die Summe. Verlängern werden wir die Verträge auf jeden Fall mit Sörensen. Ramftl lassen wir auch gehen. Okay, und ich hätte gerne noch einen 10er Stürmer auf jeden Fall. Stürmer, einer von beiden. 15 Mille ist zu viel. Naja. Osimhen wäre natürlich was. Die ein bisschen was können, die verlangen natürlich einiges. Gabriel Jesus ist wäre natürlich mega. Können wir uns aber definitiv nicht leisten. Dusan Vlahovic von der Fiorentina. Aber nicht für 10 Millionen.
Gut, ihn brauchen wir nicht. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Na gut, wir schauen mal, was wir an Kohle zur Verfügung haben. Also Dusan wäre auf jeden Fall drin. Der Dusan wäre auf jeden Fall im Bereich des Machbaren. Dann bräuchten wir noch einen Innenverteidiger. Holla, die Waldfee, da gibt es viele. Da gibt es verdammt viele, vielleicht kriegen wir sogar einen Elfer. Vielleicht gibt es sogar einen günstigen Elfer. 22 Millionen sind zu viel. Naja, wäre doch was. Ja gut. Wow. Na gut. Warum nicht? Wir können ja mal mit alle verhandeln, was so uns über den Weg läuft. Wir müssen ja nicht alles klein nehmen. Silas, den können wir uns sowieso nicht leisten. Oh, habe ich jetzt wieder die Stürmerposition? Nein, die würde ich natürlich nicht. Okay, das ist definitiv nicht unsere Kragenweite. Der ist aber definitiv unsere Kragenweite. Gut, Sörensen. Müssen wir schauen, den bieten wir was für die erste Liga an. Und dann hofft man doch, dass wir mit einer 500.000 abspeisen können. Ja. Dusan Vlahovic. 10 Millionen. Wir hoffen mal nicht, dass wir sofort wieder absteigen. Okay, das ist klar. Da fühlt er sich veräppelt. Nein, er möchte nicht kommen. Er muss auch nicht kommen. Aber er wäre natürlich der absolute Knaller, wenn wir den als Club verpflichten könnten. Ja, machen wir nicht. Vielleicht sind ihm 3 Jahre lieber. Ne, auch nicht. Dann legen wir noch ein bisschen Handgeld oben drauf. Auch nicht. Der ist jung. Ah, würde Lazio gerne verlassen. Robert Lewandowski, der zu Barca gegangen ist, wechselt jetzt in die Premier League zu Newcastle. Okay, das wäre natürlich das Schnäppchen schlechthin, wenn wir uns den angeln könnten, den guten Mann. Da schauen wir einfach mal, was da so machbar ist. Na, da so kriegt man ihn natürlich noch nicht. Gut, er ist 23. Wir sind der Club, wir können jetzt mal was riskieren. Nein. Dann nicht. Was machen die deutschen Teams? Sind überhaupt welche dabei? Ja, Freiburg gegen House of Midlothian. 1-1 im Moment. In Schottland. Soweit ich das jetzt überblicke, die einzigen. Okay, dann schauen wir aber mal, wo wir zumindest für rechts noch einen
Ersatz zusammenbekommen. Auch nicht. Okay, dann muss es halt ohne ihn gehen. William Mittelfußbruch. Das ist scheiße. Dann müssten wir eventuell nochmal nachlegen. Lazio verbessert sein Angebot. Und wir können auch noch mal ein bisschen hochgehen, fürchte ich. Das ist ein gutes Angebot und für 5 Mille wechselt er zu uns. Fantastisch. Das ist super. Jetzt aber. Ah, UEFA-Cup. Jetzt Leipzig gegen Freiburg. Freiburg zu Hause noch 0-0. Gut. Wird ein spannendes Rückspiel. Bei William müssen wir reagieren. Da bin ich mir sicher. Vielleicht können wir uns da sogar eine Granate holen. Leipzig daheim macht alles klar. Jetzt gegen Venedig. Die Roma gegen Salzburg. Marampftel soll eventuell abgegeben werden. Okay. Den hatten wir auf der Rechnung. Sörensen. Pieselt sich damit aus der Startelf. William, das ist eine kleine, aber feine Katastrophe. Jetzt müssen wir schon Kraus. War das ein rechter Mittelfeldspieler? Ja, okay, das passt dann. Okay. Das passt mir dann recht gut. Aber wir brauchen den rechten. Unbedingt einen Rechtsverteidiger. Am besten gleich einen Elfer. Hoffentlich gibt es da was. Ja, der wäre ideal, aber der fällt auch aus. Ricardo Pereira. Wäre natürlich der Oberhammer, aber ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Ist mir zu teuer. Machen wir einen 10er. Jo, der käme schon mal in Frage. Dann haben wir hier aus Dänemark Joachim Mähle. Hakimi, da brauchen wir nicht reden. Schwere C-Prellung. Okay, aber es sind einige interessante dabei. Zum Beispiel er hier für 11 Mille. Er für 10, er für 2,5. Okay, auf jeden Fall machen wir mal Justin. Wir müssen mit Justin auf jeden Fall. Müssen wir uns unterhalten. Touré. Okay, ich will aber auch Mähle haben. Mit dem will ich auch verhandeln. Unbedingt. Puh. Gut, Rampftel kostet Geld. Der kostet uns eigentlich nur Kohle. Aber das ist natürlich bitter, ihn so abzugeben. Aber weg mit ihm, komm.
Justin. Ja, wäre natürlich das absolute Schnäppchen. Und ein richtig guter. Aber auch Mähle kostet nicht unbedingt mehr. Vielleicht kriegen wir den ja ein bisschen abgespeist. Kann ja sein. Für den Spieler geht ja schon mal gar nichts. Okay, er würde Atalanta Bergamo gerne verlassen. Kann er? Darf er? Oh, Leipzig verkauft sich sehr gut in Venedig. Dachte ich. Spielen aber jetzt 4-4. Es geht schon doof los, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir wollen natürlich bestmöglich abschneiden. Je besser wir abschneiden, desto bessere Angebote hoffe ich zu kriegen. Und mit meinen Fremdsprachenkenntnissen jetzt, die ich ganz hoch habe. Vielleicht kommt da einer auf die Idee und möchte uns ein Angebot aus dem Ausland nehmen. Low Camper, sehr gut. Also das erste Angebot, muss ich auch ganz klar sagen, das aus dem Ausland kommt, werden wir selbstredend annehmen, weil wir haben hier nichts mehr verloren. Gut. Ihn wollte ich. Da bin ich ehrlich, ihn wollte ich. Die Fiorentina wird von Sepsi abgefieselt in der Champions League Quali. Unglaublich. Bremen gegen Budapest. 5-1, das ist super. Ach Gott. Ja, gut. Geh nach Fürth, ja. Sie könnte ich brauchen. Ligapokal. Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen. Bayer Leverkusen will den ersten Titel genauso wie Werder Bremen. Aber sie gehen in die Verlängerung. Und Leverkusen kommt im Elfmeterschießen weiter. Die bekommen wir jetzt dann im Halbfinale vorgesetzt. Schauen wir mal, was Hoffenheim und Hertha BSC liefern. Ja, Hertha weiter im Elfmeterschießen. Muni, den gehen wir auf keinen Fall her. Die 11. So. Pop. Genau. Alle raus, die raus müssen. Auf Handwerker möchte ich nicht verzichten. Champions League Quali Rückspiel. Die Fiorentina draußen, definitiv. Der Meister aus Italien. Damit haben wir eine schöne Gruppe erwischt mit Athletic Bilbao, Lokomotive Moskau und aus Ungarn Mol Ferevar. Das ist natürlich die Mördergruppe, ganz klar. Sehr ausgeglichene Gruppe auch hier, wie ich finde. Das könnte auch interessant werden für Werder Bremen. Hier denke ich schon, dass sich Lazio und auch Hoffenheim durchsetzen. Hier denke ich auch, dass die Konstellation eher so bleibt. Das könnte nochmal spannend werden hier unten.
Und auch die Gruppe sehe ich recht ausgeglichen. Die ganz großen Namen fehlen allerdings. Aber wir werden uns jetzt auch in der Champions League versuchen, einen Namen zu machen als Club. Das ist natürlich Wahnsinn. Gut, hinter Munia sind sie alle her. Ja, wir machen gleich mal Nägel mit Köpfen. Schachter ist draußen, Mainz ist draußen, Bielefeld ist draußen. Spieler bleibt bei uns. Gianluca Mancini von der Roma geht zum FC Bayern. Die wollen wieder angreifen. Und Matenia mit einem Mittelfußbruch, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Denn auch er fällt 15 Wochen aus. Bitter. Und wir starten ins Halbfinale des Ligapokals. Definitiv ein Titel, den wir auch holen können. Tempelmann. Köpke ist da. Aber der Ball geht ins Aus. Lino Tempelmann drin ist er. Es läuft gerade bei uns. Unsere Jungs haben einen Lauf. Aber auch Leverkusen. Immer für ein paar Tore gut, da brauchen wir nicht reden. Gelb jetzt für Handwerker, der Spieler des Jahres in Deutschland. Kraus, Zanelli, Tempelmann, Adligi dazwischen. Wir nehmen mal den Lukemper rein. Passt mir bloß auf, dass ihr euch nicht gleich in den ersten Minuten einen einfangt. Bakka setzt sich durch. Dovedan, ja, in die Wolken. Joachim Mahle, jawohl, sein erstes Tor für uns. Elfmeter jetzt für Leverkusen. Davon, komm, bleib stehen. Ja, wenn da gibt's nix. Und wir bringen es über die Zeit aufgrund der vertraglichen Stammplatzgarantie. Okay. Was habe ich übersehen? Okay, bei wem war ich geistig umnachtet und habe ihm eine Stammplatzgarantie gegeben? Ich Trottel. Das ist natürlich schlecht, wenn ich Trottel das gemacht habe. Habe ich Andrade eine Liebe? Nein. Sörensen vielleicht? Nein. Wer könnte denn hier eine Stammplatzgarantie haben, die er nicht? Hä? Lukemper? Nein. Der hat er dann gespielt. Ja. Ja, du spielst ja auch, mein Freund. Du darfst auch gerne spielen. Martin, ja. Er tut mir schon fast leid. ...31.000 Leute wollen unser Spiel gegen den FC Bayern sehen. Im Finale des Ligapokals. Wir könnten uns mit dem nächsten Titel schmücken. Titel sind immer gut, wenn man ins Ausland gehen möchte, aber Leroy Sané. Der Leroy macht's. Ha, Leroy Sané mit dem Doppelpack. So läuft der Hase. Evan Dika. Jawohl. Kraus löst ihn hier ab.
Und wir Idioten haben. Und Jungs, in den ersten Minuten seid bitte besonders vorsichtig. Dann ganz normal weiter. Na gut, Tempelmann. Nicht gut. Gelb-rote Karte für Lucas Fernandez. Jetzt aber. Auf geht's. Lupp, komm. Tempelmann, nutzt das natürlich eiskalt aus. Wird das unser nächster Titel? Dobelan, jawohl! 82. Drin ist die Pille. Und wir holen den Liga-Pokal. Das geht ja wunderbar los. Fantastisch. Bayern geschlagen. Und wir sehen hier bei den Trainererfolgen, wir haben den deutschen Supercup gewonnen. Das ist ja richtig geil. Die haben wir hier. Also mit dem Club läuft es richtig, richtig gut. 49% mittlerweile gewonnen, wieder an Quote. Das ist super. Und wir werden bald Europapokalspiele machen. Das wird immer noch besser. Jetzt starten wir aber gegen den VfL Wolfsburg. Ausverkauft. Natürlich nach dem Ligapokalerfolg. Tempelmann bringt uns in Führung. Es geht so weiter wie letztes Jahr. Leute, was ist denn hier los? Köpke. 2-0. Und ich habe wieder den... ich habe wieder den Felix vergessen. Das ist bitter. Das ist bitter, wenn man den Felix vergisst. So ein Mist. Dovedan. Mit seinem ersten Saisontor. Also der Club weiß nicht mehr, wohin er sich retten soll. Rodrigo Becao. 4-1. Das ist mega. Und konnte nur noch getoppt werden. In der Liga vom 5-0 der Leverkusener gegen Frankfurt. Jawohl, noch einmal höher geht's für uns und nach oben hinauf. Luke Bakut, da haben wir wieder an Bord. Und wir machen unser erstes Champions League Spiel. Unser erstes Champions League Spiel mit dem Club. Club, macht was draus. Auf geht's. Zu Hause, 20.000 Leute da. Köpke! Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Das erste Champions League-Tor für den Club erzielt Pascal Köpke. Wir wollen aber immer noch ins Ausland, Leute. Auch wenn es hier echt gut läuft beim Club. Das hätte ich mal in meiner anderen Serie gebraucht. Bei der Road to Champions League. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch gerne mal oben in der Videobeschreibung. Beziehungsweise in der Infokarte natürlich. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Weiterhin 1-0 für den Club. Und wir nehmen die drei wichtigen Punkte mit nach Hause. Das läuft eigentlich schon alles viel zu gut. Jetzt auswärts in Freiburg. Einwurf für Nürnberg. Male.
Handwerker. Streckt sich und hat den Ball. Okay. Christian Günther trifft für den SC Freiburg. Demirovic ebenfalls. Gut. Damit liegen wir 2-0 hinten. Haben wir uns selber zuzuschreiben. Ich nehme mal die Jungs raus. Ich habe keinen Bock, dass noch einer eine Rode kriegt. Ja. Das Spiel scheint eh gelaufen zu sein heute. Ein verbrauchter Tag. Castelio. Drin ist er! Geht da noch was? Können wir noch den Ausgleich erzielen? Nein, wir verlieren im Breisgau. So. Du fliegst raus, denn ich möchte den Alo-Camper mitnehmen. Auf jeden Fall. Hops. Weg da mit dir. Alo-Camper. Gut. Meine Damen und Herren, liebe Kinder. Damit geht's weiter im Sauseschritt. Wir müssen noch mal schauen. Genau. Blattmeier. Na komm her. Das gleiche Problem wieder. Ich will den Felix Lohkämper dabei haben, auf jeden Fall. Okay. Wir lassen ihn mal spielen. Okay, auch der Köpke ist nicht stark genug, dass er von Anfang an auf der Ersatzbank sitzt. Gut, wir haben noch ein bisschen was Privates zu erledigen. Und zwar kaufen wir uns ein kleines Reihenhaus. Oh, wir gelten als Schlitzohr, finde ich sehr schön. Und so gehen wir auch in die erste Runde des DFB-Pokals gegen Bad Homburg. 16.000 sind gekommen. Und was auf dem Papier natürlich immer so nach Formsache klingt, nicht umsonst sind wir deutscher Meister. Ist anscheinend nicht so ohne. Was ist für ein Mitspieler? Ich will hier auch keine gelbe Karte kassieren. Da habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Dass der uns in der nächsten Runde fehlt, wenn wir denn überhaupt weiterkommen. Pokal ist noch nicht unseres, definitiv nicht. Keinen Bock auf Elfmeterschießen, Leute. Seneli, jawohl, in der 106. Minute. Vorsichtig, Leute. Komm, ich habe keinen Bock auf Elfmeterschießen. Setz noch einen drauf und mach den Sack zu. Nein. Jo gut, sprechen wir nicht weiter drüber. Werder Bremen und wieder nicht daheim. Wir kriegen einfach keine dämlichen Heimspiele. Das ist doch nicht zu glauben. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt gegen Hoffenheim. Beckau! Drin ist das Ding. Jan Bodok mit dem Ausgleich. Und mit seinem zweiten Tor. Hoffenheim führt plötzlich. Und sie führen 3-1. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön, was wir hier sehen. Hey, hey, Leute, wir tun was für die Tordifferenz. Ist doch logisch, oder?
Jetzt wird's natürlich kritisch. 1 zu 4 zu Hause ist natürlich nichts, was man sehen möchte. Wow. Vor ausverkauftem Haus haben wir uns ordentlichst blamiert. Anders ist das nicht zu erklären. Aber ganz ehrlich, wir können es in der Champions League bereits jetzt wieder gut machen, indem wir in Moskau antreten. Mounier, von ihm noch nichts gesehen. Muss man ganz ehrlich sagen. Joachim Mahle, sein erstes Champions League Tor. Kerk. Zenili, komm. Jawohl, Zenili geht entschlossen dazwischen. Ja, man darf nicht vergessen, wir tanzen jetzt auf drei Hochzeiten. Jawohl, 2-0. Tempelmann, auch sein erstes Tor in der Champions League. Wir gehen mit einem hauchdünnen Vorsprung in die Pause. Spielt genauso weiter und immer cool bleiben. Die Belastungen sind enorm. Und jetzt Steve Mounier, endlich. Endlich. Und Zenili macht auch sein erstes Tor. Jetzt wird es standesgemäß anscheinend, zumindest was die Chancenauswertung angeht und der Vergleich, 7 Chancen gehabt, 5 machen wir jetzt. Mounier, sein zweites Tor, also das ist natürlich jetzt alles in allem ein sehr gutes Spiel von uns gewesen. Da gibt es nichts zu meckern, da bin ich als Trainer hochzufrieden. Und wir gewinnen das zweite Champions League Spiel im zweiten, in der Gruppe und sind dadurch Tabellenführer. Spielen jetzt erneut zu Hause gegen die Hertha. Handwerker. Sehr gut. In der Liga läuft es noch nicht so rund. Muss man ganz klar sagen. Ja, Duro. Wir kassieren wieder das Gegentor. Das ist wieder mal nicht gut. Einfach weiter so. In der Liga läuft es noch nicht wirklich. Handwerker, sein zweites Tor. Er ist nicht umsonst Deutschlands Fußballer des Jahres. Wo wären wir zurzeit nur ohne seine Tore? Muss man ganz klar sagen. Er sichert uns den Sieg, das ist schon mal schön. Gut. Lokemper. Es bringt uns nichts. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie auch ins Ausland wechseln können. Rücktrittsgesuch. Wir treten hier auf keinen Fall zurück. 74 Millionen, das bringt uns nichts. Es bringt uns im Moment überhaupt nichts, noch mehr Geld zu horten. Genau. Schauen wir mal, ob das was bringt. Mindestens 80%. Jetzt schauen wir mal. Ach Quatsch, da wollte ich gar nicht hin. Beliebtheit. Wir werden beliebter bei den Medien zumindest. Vielleicht hat ja jemand was mitbekommen. Aus England zum Beispiel. England wäre auch gut. Irgendein Club aus England. Würde mir schon reichen.
Genauso wie einer aus Italien. Wäre mir auch egal, welcher. Milan 13:0. Ja. Siena. Rubor Siena kann einem leid tun. Gut. Weiter geht's. Wir sind drauf und dran, dass wir heute antreten müssen in Köln. Im Rhein-Energie-Stadion oder wie ich es nenne, im Müngersdorfer Stadion. Noah Katterbach kommt auf dem mittelmäßigen Platz anscheinend besser zurecht als unsere Jungs und schießt den FC in Front. Aber dafür, dass wir auf so vielen Hochzeiten tanzen, muss ich ganz ehrlich gestehen, weiter so, läuft es gar nicht so verkehrt. Eckball jetzt. Handwerker. Dass wir können, wissen wir. Begau. Tempelmann. Na, kann ich nicht stoppen. Windlage. Mola. Komm. Boah. Castellio mit dem Ausgleich. Goal. Komm. Und der Feind vorbei ins Aus. Nein, 1-1. Ja, damit kann man leben. Das ist ein Auswärtsspiel. Warum nicht? Athletic Bilbao kommt jetzt zu uns ins Frankenstadion. Williams. Inkay Williams. Naja, das ist schon nochmal eine andere Liga als wir anscheinend. Bilbao. Williams verlangt das vor dem Lauf, aber das ist keiner. Villa Libre. Wieder rüber zu Williams, oder? Richtig. Male, komm. Genau. Sehr gut gemacht, Male. Ja, Athletic Bilbao dann doch jetzt besser als wir im Moment. Direkter Freistoß, okay, kein Elfer, das ist schon mal schön. Gut. Stefan ist auch nicht unbedingt der billigste Torhüter, den wir da auf dem Platz stehen haben. Das ist auch ein guter Mann, der gerade Champions League Erfahrung sammelt. Passt mir bloß auf, dass ihr euch nicht gleich in den ersten Minuten einen einfangt. Nein. Oh, das ist jetzt bitter. Da hat es den guten Munir erwischt. Ja. Villa Libre nutzt unsere Verunsicherung da eiskalt aus. Ja, aber wir verlieren 2-0. Bänderdehnung und Knöchel, okay, das ist zum Glück etwas, das ich sage.
Mit 2 Wochen ist das bald ausgeheilt. Hoffentlich natürlich. Den Grat gegen Leverkusen. Dovedan, jawoll. Sehr gut. Ich würde auch gerne den netten Herrn rausspielen lassen. Und Jungs, in den ersten Minuten seid bitte besonders vorsichtig. Dann ganz normal weiterspielen. Tempelmann. Kraus, da ist er schon. Jawohl. Keiner greift ihn an, zieh ab. Ah, knapp vorbei. Und Basic macht den Ausgleich. Einwurf, Handwerker. Hoch und weit in den Strafraum, mal die Verlängerung mit dem Kopf. Ja, ist keiner da. Direkter Freistoß, wer macht den? 27 Meter Handwerker. Keiner da. Jetzt aber wird's für Bayer Leverkusen, die punktgleich mit uns sind. Auch da läuft's noch nicht so ganz. Pavard. Verliert gegen Dovedan den Zweikampf. Köpke! Jawoll! Bunkern, 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 Jungs. Jawoll, ja! Sehr gut. Wir kommen wieder so ein bisschen in den Spielrhythmus. Gefällt mir gerade gut. Und auch auf die Gefahr hin, dass wir uns jetzt lächerlich machen, schauen wir natürlich, was die anderen Ligen so machen. Die Premier League, Manchester United, Man City stehen da unten, Watford, Norwich, da könnte man anfragen. AS Monaco könnte man anfragen. Benevento Crotone, das wäre natürlich ein Traum. Wir fragen Crotone an. Kommt, Leute, das wäre für mich als Crotonese, für alle, die es nicht wissen, ich bin Halbitaliener, mein Vater kommt aus einem Dorf in der Nähe von Crotone. Das wäre natürlich... Ja, die haben aber kein Interesse, Benevento auch nicht, Bologna auch nicht, Juve wahrscheinlich auch nicht, Parma auch nicht, Sassuolo auch nicht, die Großen lachen uns wahrscheinlich erstmal aus. Tatsächlich nicht, okay. Wir schauen mal, was mit der AS Monaco ist. Noch versuchen sie es selber hinzukriegen. City braucht niemanden. Western. No. Chelsea auch nicht. Na gut. Premiera Division. Die Premiera Division. Werden wir wahrscheinlich auch keine großen. Ne, Wechselambitionen bisher noch haben. Mounier. Na gut, ne, wir müssen damit jetzt einfach klarkommen. Bringt ja nichts im Moment. Solange versuchen wir Erfolg mit dem Club zu haben. Ich hoffe, dass aus dem Ausland noch Angebote gegen Ende der Saison kommen werden. Schauen wir gleich mal, bei wem es da unten scheiße ausschaut. Atletico Madrid würde ich gerne übernehmen. Rayo Vallecano, Elche, Cadiz. Wäre mir eigentlich völlig egal. Ich würde alle nehmen. Hauptsache weg hier. Und das nicht, weil es so schlecht läuft, sondern weil ich eine Mission zu erfüllen habe.
Jetzt allerdings auswärts beim VfB in der Mercedes-Benz Arena bzw. im Neckarstadion. Gelbe Karte für Waldemar Anton. Sturgut punktgleich mit uns. Merkt man. Praxis für Mitspieler da gewöhnlich dran. Castelleo. Absolut auf dem richtigen Weg hier. Gewöhnlich dran. Spannendes Spielchen hier bei uns. Hin und her. Wer macht den Lucky Punch? Handwerker. Hoffentlich sind wir es. Da ist keiner, der den Ball erreicht. Wir spielen vorsichtig, sicherheitshalber 0-0. Ja, gut. Kann man mit leben. Muss man mit leben. Gut, Rückspiele in der Champions League. Finde ich gut. Ja, Castelleo reißt sich jetzt auch noch das Außenband und fällt ebenfalls 2 Wochen aus. Munia wieder da. Ich hoffe, er kann spielen. Verletzt sich jetzt nicht, aber ich kann einen mit seinen Qualitäten nicht draußen sitzen lassen einfach. Gut, wir spielen in Ungarn. Flottes Spielchen, Tim Handwerker. Auf Heimwerker komme ich durch den Namen Tim wahrscheinlich. Ich bin bei Heimwerker König bei Tultern. Kodoro gleicht aus. Geht's euch auch so? Tim Taylor, der Heimwerker König. Spielt so weiter. Das wird schon. Deshalb Tim Handwerker natürlich. Der Spieler der Saison in Deutschland. Lino Tempelmann. Timo Kraus. Tom Kraus. Tom Kraus, Entschuldigung. Ich bin schon bei Timo. Ach Gott. Naja. Sieht doch gar nicht so übel aus. 3-1 gewonnen. Barca gewinnt gegen Inter. Das ist doch schon mal was. Damit sind wir auf jeden Fall prädestiniert für die nächste Runde. Und an Spieltag 8 treffen wir zu Hause wieder vor ausverkauftem Haus gegen RB Leipzig, die sind Dritter. Ja, das sind die Spiele, die wir letztes Jahr noch gewonnen haben. Wenn du dann einen Lauf hast, dann ist das alles leichter. Jetzt müssen wir kämpfen wie die Löwen natürlich wieder. Haben auch einiges an Verletzten, muss man ganz klar sagen. Auch für die zweite Hälfte gilt volle Konzentration. Trotzdem, es ist gerade mal ein Tor. Wir können natürlich noch den Ausgleich erzielen. Tempelmann. Kraus. Kraus. Tempelmann. Ah. Okay. Male. Beziehungsweise Male. Ich will die Punkte dann doch mitnehmen. Platz 6 sichern. William. Ja, was ist mit William? Da muss ich ganz ehrlich sagen. William ist eh noch 2 Wochen verletzt. Ich fürchte, er wird es auch nicht zurückschaffen in den Kader. So wie Mähle jetzt gerade spielt. Okay, er ist natürlich auch 30. Darf man nicht vergessen.
Okay, du willst also Geld, du kriegst Geld. Gut. Auswärts. Oh, Köpke trifft gegen den HSV. Auswärts im Volksparkstadion. Tempelmann, komm. Puh, gut. Dortmund. Ganz klarer Tabellenführer derzeit. Aber ganz klar. Melle. Jawohl, ja. Ach, Glatzel wieder. Der trifft auch besonders gern gegen uns, der Bur. Karma, würde ich sagen. Habe es ausgesprochen und schon trifft der Hattrick. Nein, ach komm, das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz, Leute. Ja, jetzt auch noch rot gegen Tom Kraus und das ist. Damit verlieren wir wohl das Spiel. Ja, Glatzel 4 Tore in dem Spiel, also das ist seine Sache. Dovedan, komm. Tu noch was. Fürs Selbstvertrauen. Nein, 5-2 verlieren wir. Wir haben einen Aussetzer. Klar. Die rote Karte hat ihren Teil dazu beigetragen. Lokomotive Moskau. So, ich muss ihn wieder spielen lassen. Lattmeier. Ne, nicht Lattemeier, sondern Latteier. Gehe er bitte. Ja, Einspruch. Bringt nichts. Gut. Wir spielen gegen Lokomotive Moskau zu Hause vor 20.000 Zuschauern in der Champions League und gehen in Rückstand durch Sutalo. Merkt jetzt, dass die letzte Saison Kraft gekostet hat. Das merkt man ganz deutlich. Mähle versucht man auszuspielen. Gelingt auch. Gut, Tor aus. Aber man ist zurzeit besser. Möchte Zürich sind drin haben. Der darf tatsächlich rein. Castellano! Jawohl! Ausgleich. Das ist wichtig und schön auch für die Fans. Tempelmann! Jawohl! Wir gehen in Führung. Mounier! Jawohl! 3-1. Wunderbar in der Champions League dafür, dass wir das erste Mal überhaupt in der Geschichte des FCN in der Champions League spielen. Ich weiß gar nicht, ob sie im Europapokal gespielt haben, aber in der Champions League definitiv noch nie. Jawohl, 5-1, Munja. Machen wir das souverän und werden auch in die nächste Runde einziehen. Norwich will Lokemper. Ich würde sagen, ihr könnt Lokemper haben, wenn ihr uns auch gleich mit übernehmt. Da hätte ich nämlich auch Bock drauf auf Norwich. Na komm, Norwich. Gut. Oh, wieder zu Hause. Das freut mich. Gegen Schalke. 12. gegen 18. Nutzt die Lücke, Gewaltschuss. Drin ist er. Drittes Tor. Bekao.
Und wir schießen die Schalker damit noch in eine größere Krise. Und uns wieder oben ran. Der Meistertitel, muss man ganz klar sagen, der wird Dortmund fast nicht mehr zu nehmen sein. Die spielen eine Mega-Saison. Und jetzt nur nicht nachlassen. Einfach weiter so. Aber wirklich eine Mega-Saison. Auch jetzt führen sie wieder 2-0 gegen Mainz. Schalke probiert alles, schafft es aber nicht. Wir gewinnen 1-0. Das ist doch schon mal schön. Gut. Und damit schauen wir mal. Noch gute Reflexe. Und du machst auf jeden Fall einen Zweikampf. Hallo Camper. Torschuss, Schusskraft. Kriegst du auch noch. Hau denen die Bälle nur so um die Ohren. Auswärts spielen wir. Ah ja, natürlich. Ist das Pokalspiel rotig? Nein. Ach, du liebes bisschen. In der ersten Minute gleich eine rote Karte. Und damit hat sich es eigentlich erledigt, das Spiel. Werder Bremen eiskalt. Das Spiel damit entschieden. Brauchen wir nicht reden. Und Jo Camper kommt nochmal mit seiner hoffentlich Torgefährlichkeit. Aber das ist. Ja. Was willst du da machen? Wir sind einer weniger. Wir liegen 3-0 hinten. Das ist gelaufen. Wir scheiden aus in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Der Pokal ist nicht unseres. DFB-Pokal ist mit sehr viel Frust verbunden für den Club. Wenigstens in der zweiten Hälfte kein Tor mehr zugelassen. Ja, was willst du dazu sagen? Glückwunsch an Bremen. Was haben wir da jetzt? Der ist gesperrt und Kraus ist aber wieder fit. Das ist gut. Blatteier und Lohkämper. Gut. Ah, Kamada. Trifft in der zweiten Minute schon. Beckau. Wunderbarer Treffer von ihm. Kammer da wieder das Tor. Und Dicker macht den Ausgleich. Direkter Freistoß. Komm, 24 Meter zentral. Handwerker. Flach in die Ecke, taucht nach unten und kommt mit den Fingerspitzen noch an. Aber trotzdem drin. Handwerker. Drittes Tor. Für den FCN. Jawoll, ja. Jawoll, ja. Munier. Sehr gut. Frankfurt probiert alles. Frankfurt probiert alles, aber es klappt nicht. Sehr gut. Wir werden gewinnen. 2-4 gewinnen wir. Und rutschen damit auf Platz 5 der Tabelle. Nicht mehr um 5 Plätze übertroffen. Leute, was wollt ihr von uns? Hallo? Also, ich verstehe es nicht.
Wir spielen im ausverkauften San Mames in Bilbao. Das Hinspiel haben wir zu Hause verloren mit 2:0. Villa Libre macht uns auch hier das Leben schwer. Wow. Ganz klarer Spitzenreiter hier in der Gruppe. Gibt auch wenig, was wir dagegen zu setzen haben, muss man ganz ehrlich sagen. 2-1 jetzt. Finde ich gut. Mit heißem Herzen, aber mit kühlem Kopf. Das ist die Devise. Weiter so. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir ja noch den Ausgleich hin. 11 Meter. Für Athletic Bilbao. Nein. 3-1. Da werden wir uns mit einer Niederlage anfreunden müssen. Macht aber nichts. Gut. Dicker. Williams. Gut. Stefan hat ihn sehr. Ja. Gut. Wir verlieren. Gewinnen aber irgendwo trotzdem. Denn damit ist klar, was vorher eigentlich schon klar war. Wir ziehen in die nächste Runde ein. Paris Saint-Germain, Sporting Lissabon und Arsenal London sind da die Gegner. Und da werden wir jetzt versuchen, natürlich noch den Rahmen abzuschöpfen. Wie es so schön heißt. Und verlangen, was zu verlangen ist. Jo Kemper kommt mit. Knapp nicht ausverkauft gegen Augsburg. Hammer macht's für den FCA. Der FCA hat die Punkte auch bitter nötig. Aber noch haben sie ja nicht gewonnen. Jungs, in den ersten Minuten seid bitte besonders vorsichtig. Dann ganz normal weiterspielen. Na kommt, Jungs. Da geht noch was. Tempelmann mit dem Einwurf. Hoch und weit in den Strafraum. Da geht noch was. Mein Gott. Nein, da geht natürlich nichts mehr so. Framberger. Gut. Jo, damit müssen wir leben. Mit diesen wunderbaren Unlänglichkeiten. Ja, ein Spiel, gut. Primera Division. Ach, welche, wenn wir da hingehen, haben wir auch keine Chance. Die schmeißen uns sofort raus. Sich der Club präsentieren. Gladbach daheim im Moment stärker, aber wir kommen jetzt. Gehen mit einem 0-0 in die Pause. Jawohl, Möller, der eingewechselte Möller macht das Tor. Köpke. Köpke ist zu schnell, läuft frei aufs Tor, Gewaltschuss. Mein Gott, Junge.
Tim Handwerker. Viertes Tor. Köpke. Zeitfallzieher Pascal Köpke. 3-0. So haben wir das gern. Da werden wir dann auch mit Tabellenplatz 4 belohnt. Heimspiel gegen Arsenal London. Normalerweise sollten wir keine großen Ambitionen da haben. Ben White sagt uns aber auch ganz klar, dass wir hier nichts zu melden haben. In der 14. Minute schon mit seinem zweiten Tor. Geht darum, sich jetzt einigermaßen gut zu verkaufen. Muss man ganz ehrlich sagen, es ist unsere erste Champions League Saison. Wir sind in die Zwischenrunde gekommen. Das ist ja eh schon unglaublich eigentlich. Und spielen jetzt zu Hause gegen Arsenal London. Das ist mega und Köpke macht ihn rein. Mega, 1-1. Klasse, Junge. Ha. Mega gut. Dortmund. Da haben wir wahrscheinlich keine Chance zu Hause. Denn Dortmund ist dieses Jahr einfach gut. Nikola Dovedan. Wobei. 10 Punkte Vorsprung vor uns. Aber Dovedan zeigt mal ganz klar, was Sache ist. Jude Bellingham, der Europas Fußballer des Jahres. Nein, war er nicht mehr. Er war jetzt die Saison davor. Entschuldigung. William ist wieder da. Vielleicht kann er da noch was machen. Castelleo. In Leipzig werden sie gerade aufatmen. Die führen 2-0 gegen Augsburg zu Hause. Es wären dann nur noch 6 Punkte. Jawohl. Es wären nur noch 6 Punkte für die Sachsen. Und genau so ist es. Bei uns sind es noch 10 Punkte, wir sind Vierter. Am 15. Spieltag. Oh, Matenia ist wieder da. Matenia ist wieder da. Das freut mich doch durchaus. Ach Quatsch. Jokemp hat diese Saison noch nicht überzeugt. Aber egal. Was macht Deutschland? 1-1 gegen Holland. Aber die Niederlande machen es den Deutschen nicht leicht. 4-4. Mega Spiel. Dabei bleibt es auch. Auswärts bei Werder Bremen. Werder Bremen, ja, 2 Plätze hinter uns. Bittencourt versucht Tempelmann auszuspielen und schafft es auch. Bittencourt. Pass in Seiten aus. Kann man eigentlich nicht meckern.
echt eine super stabile Saison, trotz Dreifachbelastung. Muss man auch mal sagen. Doch, Dortmund immerhin nur noch 1-1. Noch nur 10 Punkte in Anführungsstrichen weg. Wenn man denn auf die Tabelle schielen würde. Was wir zum Glück alle nicht tun. Müller ist wieder da. Und wir reisen nach Lissabon. Zeneli! Jawohl, 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 jawohl. Was wir in der Champions League hier abfeuern, das ist unglaublich gut. Wirklich. Tim Handwerker. Eckball, Handwerker wieder. Legt sich den Ball zurecht. Kein weiteres Tor. Doch, Mähle. Sein zweites Tor in der Champions League. Natürlich jetzt. Minder Überhand. Sporting natürlich jetzt am Drücker. Drückend überlegen sogar. Das wäre so bitter in der 89. Ja. Boah. Gut. Perfekt. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Ja, Wahnsinn. Wahnsinns-Saison. In der Champions League zumindest. Aber auch in der Liga stehen wir super da. Fünfter gegen Sechster. Wichtiges Spiel zu Hause. Tja. Und da kassieren wir in der 7. Minute das Gegentor. Köpke, fünftes Tor, macht eine gute Saison. Gelb kriegt er jetzt. Tobe da, nein, das ist... Ecke, Handwerker. Köpke steigt hoch, komm. Ja. Wir müssen da aber etwas ändern, denn ich brauche die Jungs. Die können mir mit Rot nicht ausfallen. In den nächsten Spielen. Mainz macht alles indirekter Freistoß. Jetzt da. 19 Meter Handwerker. Kommt, da steht einer, oder? Nein. Da steht leider keiner. 1-1. Heißt aber für uns Platz 3 in der Liga. Wieso kriege ich meine Fremdsprachenkenntnisse nicht mehr da, wo ich sie haben wollte? Habe zu viel verteilt. Ja gut, dann machen wir sie wieder weg. Ich brauche die Fremdsprachenkenntnisse da, wo sie jetzt nun mal sind im Moment. Boah, 6 Spiele fällt er uns aus. Ja, wir ziehen es nochmal durch. Ein letztes Mal. Zehbruch. Ach Gott. Immer wenn du denkst. Na gut. Bringt nichts. Bayer Leverkusen wird gegen Gladbach rausfliegen. Ja. Im Achtelfinale. Viertelfinale steht damit. Hat keine Bedeutung für uns.
Man United 35 Punkte vorne, Arsenal knapp dahinter. Mähle. Gut, also nochmal. Er wird ausgetauscht. Er wird auch ausgetauscht. Latteier kommt raus und Lohkämper kommt mit 31 Millionen. Eigentlich sollte man noch einen Stürmer holen. Eigentlich sollte man noch einen gescheiten Stürmer holen. Domenico Berardi. Berardi aus Sassuolo, mittlerweile in Paris gelandet. Ausgleich. Tim Handwerker, drittes Tor. Ah, Madenia. Das tut mir leid für ihn. Das tut mir echt leid für ihn. Donnarumma natürlich. Im Kasten. Darf auch mal spielen. Gigio. Berardi mit dem zweiten Tor. Hallo Domenico Berardi, er kann es natürlich. Und die sind doch da mal ein ganz heißer Kandidat auf den. Passt mir bloß auf, dass ihr euch nicht gleich in den ersten Minuten einen einfangt. Im Gruppensieg bei uns. Jawohl, Müller. tolle Leistung von unseren Jungs. Wir machen es wahrscheinlich nicht, aber wir haben alles probiert. Oh, so knapp. So knapp. Nein, wir schaffen es tatsächlich nicht. Donnarumma natürlich die Lichtgestalt. Tragischste Figur des Abends, natürlich Matenia mit dem Eigentor. Das letzte Spiel ist in der Arroganz Arena, in der Allianz Arena. Spitze weit am Tor vorbei. Gelbe Karte für Niklas Süle. Wir sind absolut auf dem richtigen Weg hier. Leon Goretzka macht das Tor für die Bayern. Nehmen Sie damit den Sieg mit. Ja, Sie behalten die Punkte in München. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir sind in der Halbzeit gelandet. Und wir überwintern auf dem 5. Platz. Aber Dortmund nicht mehr einholbar diesmal. Glaube ich kaum, dass es wieder ein Spiel wie in der Rückrunde gibt, der letzten Saison. Ja, wir wollen natürlich mal schauen, nochmal anfragen, was denn so andere Vereine über uns denken könnten. Es ist noch zu früh auf jeden Fall für einen Wechsel. So blöd das klingt. Wir haben erst Halbzeit, also die Vereine werden schon noch nach ihren
Neuen Trainern suchen. Na gut. Europapokalspiele haben wir 9 mittlerweile auf dem Konto. Das finde ich schon mal sehr gut. Wir haben in dieser Episode tatsächlich aber auch einen Titel geholt, und zwar den Supercup. Wir sind auf Platz 5 der Tabelle. Als Meister, gar nicht so schlecht. Erste Dreifachbelastung mit allem drum und dran. Gute Sache. Und ich würde sagen, wir schauen nochmal, das könnten wir in der Episode noch ganz schnell machen. Vielleicht finden wir noch auf die Schnelle. Ich hätte gerne tatsächlich, guck mal, hier keine Chance, einen Monsterstürmer. Zu Verletzung dann fühle ich. Ja, die sind aber alle zu teuer. Die sind mir zu teuer. Und der Dusan ist mir zu teuer, ja, definitiv. Was ist mit Korea? Wie viel Kohle haben wir denn über? 33. Also wir könnten uns tatsächlich den Korea noch holen. Das wäre natürlich... Ja, Leute, sollen wir uns den Korea holen? Sollen wir uns den Korea für die Rückrunde holen? Komm. Das simulieren wir jetzt noch ganz kurz, ob wir die kriegen oder nicht. 3 Trainingslager, Peng, wir gehen ewig ins Trainingslager für eine gescheite Rückrunde. Los geht's. Ich will den Korea jetzt haben. Na, so viel können wir ihm nicht geben, um Gottes Willen. Der soll uns... Na, seht ihr mal, der will doch. Der ist willig. Der will nur noch ein bisschen mehr Kohle verdienen. Mit seiner 31, ja. Und dann würde er nämlich sofort kommen. Den holen wir uns noch. Und dann machen wir Schluss für heute. Und schauen in der nächsten Episode, kann ich jetzt schon mal versprechen, dass wir hoffentlich den Verein endlich wechseln können. Leute. Leute, was habe ich euch gesagt? Der FC Burnley ist da. Ja. Wir wollen es mit dem FC Burnley probieren. Na, wir gehen auch runter mit dem Geld. Ich brauche, ja, das war wichtig, dass wir ein Angebot annehmen können bei Ausstieg. Jetzt können wir da natürlich noch ein bisschen was mit dem Geld machen. Und wir unterschreiben. Viel schlimmer kann es nicht mehr werden, sagen die Leute. Ja, es ist auch egal. Es ist mir wirklich egal. FA Cup. Wir spielen gleich mal im FA Cup. Unglaublich. Haben wir noch Geld zur Verfügung? 9 Mille. Müssen wir schauen, was wir machen. Burnley Punkte haben wir 9. Ja, okay, vielleicht können wir innerhalb der Liga nochmal wechseln. Aber wir haben es schon mal nach England geschafft. Kader. Okay. Also, wir brauchen auf jeden Fall einen Stürmer. Das ist schon mal klar. So werden wir hier keine goldene Ananas gewinnen, so werden wir hier überhaupt nichts kriegen. Wir haben nicht mal rechten Mittelfeldspieler, nicht mal linken Mittelfeldspieler. Wir haben eigentlich gar nichts. Okay, was habe ich mir da angetan?
Was habe ich mir da angetan? Egal. Egal, Leute. Wir sind weg aus Nürnberg. Wir haben es geschafft ins Ausland. Unsere erste Stelle im Ausland ist der FC Burnley. Wir schauen, wie weit wir kommen. In diesem Sinne, tschüss Club, ab auf die Insel, ab zu den Inselaffen und los geht's. In der nächsten Folge werden wir versuchen, das Unmögliche, das ist ja wirklich unmöglich, möglich zu machen. Und irgendwie ums Verrecken den Klassenerhalt zu schaffen oder im besten Falle nochmal wechseln zu können. In dem Sinne, seid gespannt. Es wird unglaublich. Seid gespannt. Wird lustig. Ich freue mich drauf. Ab auf die Insel. Macht es gut. Ich bin erstmal reif für die Insel. Muss das erstmal ein bisschen verdauen. Macht es gut. Wir sehen uns bald wieder. Servus miteinander. Macht es gut. Ciao.